schönes Land am Strome. Oh, du schönes Land am Strome. Deine Söhne sind so klein und so verloren. Das Management baut Dome und die Dichter und die Denker sind längst gestorben. Präsidenten, klug und taktisch, machen braunen Herren und Päpsten keine Schand. Und die Sauberen und Braven haben wieder ihre Sächlein beieinander. Zum 100-jährigen Geburtstag mein uralter Traum, Sozialismus in Österreich noch zu erleben. So, aber mit größeren Erfolgen. Ich wünsche mir Esprit, Durchhaltevermögen, weiter sich treu bleiben. Naja, was wünsche ich der Kapelle zum 100. Geburtstag? Weitere 100 Jahre, ja, und dabei ist mir relativ egal, ob jetzt im Parlament oder außerparlamentarisch, die KPÖ ist ein wichtiger Faktor in der österreichischen Innenpolitik und mit ihrer internationalistischen Haltung auch sehr wichtig, dass sowas wie ein fortschrittliches Europa und auch eine harmonische, vielleicht sogar solidarische Welt möglich ist. Ja. Das ist im Programm und das wird auch gelebt und da bin ich froh drüber. Ja. Von Richard Zach stammt das Gedicht »Ich bin den anderen Weg gegangen«. Was soll ich um mein Leben rechten? Ich hab gewagt, hab nicht gefragt, ob's gut ist, wenn man alles wagt und ob die Taten Zinsen brächten. Bequemer wäre es gewesen, den Kopf zu senken, klug zu lächeln, die Knie verrenken, Demut lächeln und kein verbotenes Buch zu lesen. Die Möglichkeit stand häufig offen, sich wirklich gut und weich zu betten, den eigenen schönen Kopf zu retten und auf Beförderung zu hoffen. Ich bin den anderen Weg gegangen. Thank you.
ist eine lange Erfolgsgeschichte. Die fängt im Widerstand an, aber beginnt vor allen Dingen dann nach 1945, wo der Bund demokratischer Frauen gegründet worden ist, mit ganz vielen überparteilichen Engagement, wo die verschiedensten Frauen aus Kunst und Kultur, aus der Arbeitswelt zusammengekommen sind. Urania, Filmkomitee ist gegründet worden. Schütte Lihotzky war eine der wesentlichen Mitbegründerinnen. Und die Bündnispolitik, die Vereinigung, das Zusammenwirken von Frauen war immer das Wichtigste. Ja, ich glaube, dass das Vermächtnis weitergeht und dass die junge Generation hoffentlich das weitertreibt. Anders, als wir es gemacht haben, ganz notwendig, weil die Zeiten sich entsprechend verändert haben. Sie haben neue Ideen und ich möchte, dass die KPÖ das auch begreift, so genügend Platz zu schaffen, dass diese jungen, neuen Ideen auch Platz greifen in den Aktionen und auch in den Ideen, was anders sein könnte. Ich wünsche, dass diese Partei, eine kommunistische Partei, nicht nur dem Namen nach, sondern auch dem Inhalt nach bleibt, dass sie ihren Zielen gleich und treu bleibt. Und ich hoffe also für die jüngere Generation, und immerhin, ich bin heute 82 Jahre alt, und ich wünsche mir für die jüngere Generation, dass sie vielleicht das erlebt, was wir geglaubt haben, dass es der Sozialismus ist. I'm standing there as big as life and smiling with his eyes. Says Joe, what they can never kill, went on to organize. Es war die Wiener Stadthalle gemietet, es waren die Sophiensäle gemietet. Das Konzerthaus, der Messepalast, überall haben Kulturveranstaltungen stattgefunden. Aus aller Welt, weltbekannte Kulturensembles sind aufgetreten. Natürlich haben die sozialistischen Länder das Beste geschickt, was sie aufbringen konnten. Kommunisten, Sozialisten, Juden, Christen haben im Widerstand in allen besetzten Ländern Europas teilgenommen. Nie dürfen wir vergessen diesen mutigen Kampf von Frauen und Männern, die ihren Kampf mit dem Leben bezahlt haben. Sehr eindrucksvoll ist heute auf unserer Demonstration sind die Namen der Menschen vorgelesen worden. Leider ist es so bei den vielen Gedenkveranstaltungen, die es jetzt gibt, das ist gut so, aber nirgends spielt der Widerstand eine Rolle. Und was schlimm ist, dass die einzige Partei, die den Widerstand organisiert hat und am meisten Opfer dieses Kampfes zu beklagen hat, nicht einmal eingeladen wurden vorgestern zu der Gedenkfeier ins Parlament. Wenn ich danach denke, 70er Jahre, fallen mir zwei wichtige Sachen ein. Das eine ist die Solidarität mit Vietnam.
große Demonstrationen und breit über die KPÖ hinaus. Höhepunkt war eine große Demonstration in Salzburg 1972, wo versucht wurde zu verhindern, dass der damalige US-Präsident Nixon in Salzburg landet. Und das Zweite, was mir einfällt, ganz wichtig, die Solidarität mit Chile. Es ist gelungen, die Chile-Solidaritätsfront zu zimmern, gemeinsam mit katholischen und sozialdemokratischen Funktionären und Funktionärinnen. Und das war doch auch das erste Mal, dass wirklich eine sehr stabile Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten gegeben hat, weil ja die Eisenstädter Erklärung gegolten hat. Ne? Also keine Zusammenarbeit mit Kommunisten. Ne? Und da hat dann irgendwann einmal der Parteivorstand zugeben müssen oder nachgeben müssen, ja, aber in kulturpolitischen Sachen, ne, darf man doch mit den Kummern zusammenarbeiten. Und das war eben die Chile-Solidaritätsfonds. Also das waren zwei große Erfolge, weil Vietnam hat er dann gewonnen. Und in Chile, wenn auch nach langer Zeit, ist die Diktatur gefallen. Also für mich war das ein ganz großes Ereignis, dass endlich dieser Abtreibungsparagraf gefallen ist. Ich muss aber dazu sagen, ich bin Jahrgang 1943 und habe die Zeit noch erlebt, wo Abtreibungen illegal waren, mit Gefängnisstrafe bedroht waren. Und wir von den KPÖ-Frauen haben zusammen Aktionseinheiten mit vielen anderen Frauen aus der katholischen Bewegung, aus der autonomen Frauenbewegung, haben wir Aktionen gestartet und endlich ist dieser Abtreibungsparagraf gefallen. Ja? Und das war ein ganz großer Erfolg, auch eine persönliche Befreiung, ja, für viele Frauen, weil wir kennen die Geschichten mit Stricknadeln und so weiter. Und eine zweite große Sache war, dass dieses Familienrecht erneuert wurde. Ja. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Sache, da haben wir uns auch eingesetzt und waren mit der damaligen Vorsitzenden vom BDFÖ, Irma Schwager, beim damaligen Sozialminister Häuser und haben Unterschriften übergeben, dass dieser Paragraph zum Familienrecht erneuert wird, wo der Mann nicht mehr bestimmen kann, ob die Frau arbeiten darf oder über die Kinder bestimmen kann. Also das waren so zwei ganz markante Punkte. Diese große Beunruhigung der Leute wegen der Debatten um atomare Aufrüstung war europaweit, aber auch in Österreich ein ganz starkes Motiv, sich zu engagieren und in der Friedensbewegung für sehr, sehr viele Kommunisten und Kommunistinnen. Einerseits die alte Generation, die ja den Krieg erlebt hat, im Exil oder im Widerstand oder teilweise ja auch im KZ, die waren natürlich da sehr starke Träger und Trägerinnen, aber auch sehr viele junge Leute und Genossen und Genossinnen, die gehofft haben, dass man wirklich so eine Wende in Richtung Abrüstung und friedliche Koexistenz der beiden Systeme erreichen kann. Das sind die größten Geschichten passiert. Einerseits Heldenplatz mit Thomas Bernhard, was da alles von der Partei, der KPÖ, aus in Bewegung gesetzt worden ist. Weil da gab es eine Hetze, die ist unvergleichbar gewesen. Ja?
war übrigens der Lutz Holzinger, der war ja Bernhard-Spezialist, ganz wichtig dabei. Und das andere war Alfred Hrdlička. Der Alfred Hrdlička mit dem Denkmal, der hat ja 10 Jahre daran gearbeitet, 10 Jahre Vorarbeit. Das hätte ursprünglich am Stephansplatz stehen sollen. Da gab es seit 10 Jahren einen Kampf. Und ich muss ehrlich sagen, das war nicht nur die KPÖ allein, da war der Helmut Zieg, der übrigens aus der FÖJ, der ehemaligen Jugendorganisation der KPÖ stammte, der Bürgermeister, der war da sehr dahinter. Und wir haben einfach pausenlos argumentiert. Der Hrdlička und ich persönlich haben damals von Haider und von der Kronenzeitung und von der FPÖ, weil der Hrdlička hat damals regelmäßig seine Spitzenkommentare gegen die Gegner publiziert, die waren total witzig. Da sind wir regelmäßig geklagt worden um Millionenbeträge. Immer im Doppelpack. Er hat es geschrieben, ich habe gesagt, du wirst geklagt, ist mir wurscht, ich bin trotzdem als Verantwortlicher. Alles haben wir gewonnen. Und letztendlich ist es dann gestanden, das Denkmal. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich wünsche, dass sie die nächsten Jahrzehnte es schafft, eine Erneuerung hinzukriegen, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht und die ihr auch einen Einfluss ermöglicht auf die Politik, weil es die Politik und die Menschen in dem Land wirklich brauchen würden. Für die KPÖ und auch für die gesamte Menschheit, dass wir ein bisschen über den Horizont hinausblicken und uns nicht immer aufhalten mit Detailfragen, die dann letzten Endes wieder spalten und die Menschen auseinander bewegen. Ein großer Wunsch ist natürlich, dass wir demnächst ins Parlament kommen und dass dann auch die Gesellschaft eine bessere wird. Wir brauchen noch ein Stück mehr Zusammenrücken und dann mehr gemeinsames Commitment, um den radikalen Ansagen an Sozialabbau entgegenzutreten. Das Favoritenplattel werfen. Also ich gehe nicht vom Fest weg, bevor ich nicht mit meinem Sohn 5-mal gewonnen habe. Und natürlich auch, ich liebe es, einfach die Genossinnen hier zu treffen, mit denen im Austausch zu sein. Mir ist es eben ganz wichtig als Betriebsrat, der sich einfach in der Tradition der Arbeiterbewegung versteht und somit auch eine konstruktive Gegenmacht im Betrieb einnimmt, da mit Menschen in Kontakt zu stehen und im Austausch zu stehen, die auch der Meinung sind, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte sein kann und eben diese täglichen Abwehrkämpfe, die man im Betrieb führt, einfach in einen größeren politischen Zusammenhang zu stellen.1998 ist die KPÖ in Graz erstmals wieder nach 1945 in den Stadtsenat eingezogen. Das war für uns eine große Überraschung. Unsere politischen Gegner haben das für eine Laune der Wahlarithmetik gehalten, weil das damals wirklich sehr, sehr knapp war. Und mittlerweile ist die KPÖ Graz seit 20 Jahren im Stadtsenat vertreten.
Uns ist es in Linz geglückt 2009, dass wir nach 17 Jahren, wo wir nicht im Gemeinderat vertreten waren, wieder in den Gemeinderat reingekommen sind. Das ist was, was uns nicht in den Schoß gefallen ist, sondern das ist etwas, was passiert ist deswegen, weil sich viele Menschen zusammengefunden haben und entschieden haben, es braucht wieder eine linke Stimme im Gemeinderat in Linz, die halt aufzeigt, was halt wichtig ist, vor allem das Soziale, und auch informiert darüber, was drinnen und draußen los ist. Ich glaube, wir können im Großen und Ganzen auch, was Wien betrifft, zufrieden sein. 2005 ist es damals der Susanne Embacher und dem Josef Jeraschko gelungen, wieder in den Bezirksrat zu kommen. 2010 haben wir dann ein drittes Bezirksratsmandat gemacht mit dem Wolfgang Jurians. Und 2015, wie wir mit Unabhängigen und Piraten für Wien anders gemeinsam kandidiert haben, haben wir dann 5 Bezirksratsmandate gemacht. Und ja, das ist besser als ein Star am Schädel. Und wir sind sehr, sehr optimistisch, dass bei der nächsten Wahl wesentlich mehr als 5 werden. Ja, die Donnerstagsdemos waren eigentlich so ein richtiger Einschnitt in die politische Landschaft in Österreich, weil plötzlich sind tausende Leute auf die Straßen gegangen und haben nicht darauf gewartet, bis irgendwelche Organisationen sie gerufen haben. Ich selber war eingeladen von einer Freundin bei der Besetzung der ÖVP-Zentrale am Dach. Ich habe keine Ahnung gehabt, mit wem ich da unterwegs bin. Freunde haben mich angerufen, brauchen wir eine Website? Ich habe gesagt, keine Ahnung, macht's einfach. Ja. Jeder macht einfach, was er will und jeder. Und ich habe dann nachher den Didi Zach angerufen und habe gesagt, Didi, kauf 4 Megafone oder 5, weil das ist keine Bewegung mit Lautsprecherwagen, wo die Leute hinterherfahren, sondern es geht drunter und drüber. Und das hat Österreich damals auch gebraucht als Opposition gegen diese rechtsradikale Regierung. Ja. Ja, das Volksstimmefest ist ganz einfach eines der traditionellsten Feste in Wien und es gibt hier ganz einfach eine wunderbare linke Energie. Also es kommen so viele widerständige, alternative und soziale Menschen zusammen und ja, versuchen hier ganz einfach zu feiern, aber auch zu diskutieren und ja, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ja, wir sind jetzt die jungen Linken. Seit Juni gibt es eine bundesweite linke Jugendorganisation, die wahnsinnig viele schöne Erfahrungen gemeinsam mit der KPÖ gemacht hat. Ob jetzt im Wahlkampf als KPÖ Plus, wo uns echt die KPÖ nach all den Rückschlägen, die wir als junge Grüne erlebt haben und Suche nach Perspektiven eigentlich immer die Tür offen gehalten hat. Und das hat uns schon auch ordentlich viel Kraft gegeben eigentlich in den letzten Monaten hinweg, über das letzte Jahr hinweg. Und deswegen sind wir da und freuen uns total, das linke Fest zur rechten Zeit gemeinsam zu feiern. Man sieht ja auch an den Ständen, dass Leute arbeiten, die jedenfalls im Erwerbsleben schon lange in Pension sind und die immer nur da praktisch 4 Tage auf der Wiese aktiv sind. Und das hat sicher was mit dieser Einstellung auch zu tun, dass man sich auf einen langen Atem einstellt, wenn man die Welt verändern will. Aber ich bin so optimistisch, dass ich sage, dieses System, in dem wir leben, so ungerecht wie es ist, es muss eine Alternative dazu geben. Eine Alternative, die vielleicht nicht so ist wie das, was man versucht hat nach 1945, sondern eine Alternative, in der neue Formen des Zusammenlebens stattfinden und wo wirklich der Mensch gleichberechtigt ist und wo es keine Ausbeutung gibt. Wir sind auf den Regen gestanden, wenn man das politisch so sieht, aber trotzdem waren wir nicht wegzukriegen. Die Lust und die Leidenschaft und das Feuer und die Wärme kommt von innen. Und zwar vor allem nicht aus einer einzelnen Innen, sondern ein kollektives. Und die kollektive Note in der KPÖ ist heute meines Erachtens genauso groß wie vor 30, 40 Jahren. Und auf das kann man sich verlassen.